So, meine Freunde, willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Mario Kart DS. Und zwar machen wir hier in diesem Part jetzt die Level 6 Mission 6.1. Fahre rückwärts über die rotierende Achse. Fällst du hinunter, verlierst du. Alles klar. Boah, wieso nehme ich jetzt überhaupt auf? Warte mal, Freunde. Kurze Pause, bis gleich. So, meine Freunde. Sorry, es hat ein bisschen geleckt, so. Also müssen wir erstmal wieder neu starten. So, das könnte böse werden. Was soll man denn eigentlich hier machen? Einfach nur rückwärts fahren oder was? Ah. Das ist ja böse. Das ist böse. Das ist ziemlich böse. Wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben es geschafft. War nicht mal so schlecht. Ja, super. Ey, das ist echt eine coole Mission gewesen. So, hol die Sterne und überfahre 15 Rocky-Schraubschlüssel. Okay. Dein Ding, bra. Fuck. Fuck you. So einfach ist es zwar nicht, Freunde. Ich habe erst 15, Alter. Oh fuck. 7 Stück muss ich doch noch irgendwie kriegen. So, bum bum bum. Ja, nee, habe ich nicht geschafft. Okay, nochmal, das ist echt nicht einfach. Das sage ich euch, das ist echt nicht einfach. So, bum. So, wir müssen einfach im Dauerzustand erregiert sein. Nee, natürlich nicht. So, wir müssen einfach nur Dauerzustand Stern sein. Dann müssen wir das eigentlich hinkriegen. So. Boom. So, boom. Ich hoffe, mit einem Stern abgeschlossen. A-Platz. Okay, das müssen wir nochmal machen. Wir haben einen Stern mal verpasst, deswegen haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Das ist echt nicht einfach, meine Freunde. So. So. Scheiße. Komm her. Bum, bum. So, beide zerstört. Ach, fuck, ich habe keinen Stern mehr gehabt. Bum, 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 bum. Das war ein bisschen besser, aber ich glaube... Oh, ist ein Stern. Reicht. Super. Dann geht's jetzt weiter mit 6.3, sammle die 30 Münzen ein. Wir können eigentlich auch quer durch Beet eigentlich die Mission machen, aber ich mach's nach der Reihe schon. Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass da ein Pilz drauf ist. Oh Gott. Kann doch nicht sein, so schlecht fahren. Da kannst du neu anfangen. Ich darf also nicht driften. Weil das ist echt schlimm. Wobei eigentlich schon darfst du schon, aber ist ein bisschen blöd. So. Da geht's hier weiter, meine Freunde. Das ist echt nicht einfach. So. Willst du dich verarschen? Ich hoffe, ich habe wenigstens noch einen Stern.
Ja, Alter. Ich hätte, glaube ich, 3 Sterne bekommen. Wenn ich diese Scheiße nicht verkackt hätte. Naja, zerstöre die 10 Itemboxen. Ich habe zum Glück einen Stern, also bin ich zufrieden damit. Oh Gott, das ist asozial. Wie kann man sowas verlangen? Wo ist der Nächste? Hier ist der Nächste. Oh Gott. Du weißt halt nie, wo die Nächste kommt. Perfekt. So, der Nächste ist hier. Oh, boom, Bombastico. Perfekt. Da kommt der Nächste gleich. Boom. So, jetzt habe ich schon die Hälfte. Die meisten sind ja wahrscheinlich hier oben. Habe ich ja schon ein paar gesehen. Waren 2, 3 Stück. So. Da oben ist noch eine. Das stellen wir natürlich. So, hier oben auf der Brücke ist noch eine. Die sind alle noch auf der Brücken. Auf den Brücken sind die. Willst du dich verarschen? Komm her, Harald. Wo ist denn die letzte? Hier. Boom! Ich glaube, es war richtig schlecht. B-Platz. Ja, wie soll man das denn noch schneller machen? Da musst du schon sehr, sehr Glück haben. Da musst du sehr, sehr Glück haben, meine Freunde. Oder einfach verdammt viel Skill. Ja, okay, ein bisschen Kenntnis von dieser Map ist auch nicht schlecht. Na, fuck, Mann. Natürlich kriege ich die nicht. Kann doch nicht sein. Kenntnis scha... Willst du dich verarschen jetzt? Ist es dein Scheißernst oder was? Meine Fresse. Oh Gott, ey. Ich spiel wieder übelste Scheiße, Mann! Geht doch. Wo ist der Nächste? Ah, hier. Perfekt. Die Nächsten sind da oben. Oh, das ist so kacke. Wieso machen die es so kompliziert überhaupt? Ist das Ding hier oben? Nee, ist unten. Natürlich geht's jetzt nach oben, wenn ich da runter gehe, ne? Drecksding. Natürlich, jetzt geht's wieder runter. Will das Ding mich verarschen oder was? Ich hab's sowieso verkackt. Guck mal, wie das Ding mich verarschen will. Wie ist das denn möglich, bitte? Du Mowgli vom Dschungelbuch. Eigentlich habe ich nicht mal so schlecht angefangen. Perfekt. Soll er wieder hochgehen? So, boom. Da kommt das nächste Ding. Boom. Da muss ich jetzt nach oben gehen. Ich habe schon die Hälfte. Hier überkreuzen sich 2 Stück. So, dann warte ich, bis das Ding wieder runterfliegt. Oh, komm her. Die haben alle einen bestimmten Weg, soweit ich weiß. Und den kann man eigentlich lernen. Klar denkt man sich zuerst, hey, die sind noch unmöglich irgendwie. Na, bleib doch mal! Die sind nicht unmöglich, die kriegt man locker eigentlich. So. Meine Güte, bitte einen Stern. Dankeschön. 1 Stern ist, reicht mir völlig bei dieser Map.
Fahre der Reihe nach durch die 8 nummerierten Tore, okay. Oh nee. Und nicht diese Map. Mit der Steuerung von DS. Okay, die Map wurde sogar ein bisschen umgebaut. Okay, habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hä, was ist das für eine Map? Hä? Ich verstehe sie nicht. Ich muss also hier ein Item holen. Wie beschissen ist das denn bitte gemacht? Oh, das war so blöd. Das war so blöd. Ich dachte, ich war in diesem Reifen drin. Oh Gott, das war so blöd. So, natürlich möchte ich da durch. Oh, fick die doch mal, Spiel! Das ist niemals, niemals Stern. Ja, wusste ich's doch. Alter, wie schwer ist diese Map bitte? Die wurde richtig schwer gemacht noch. Aber es ist meine ordentliche Challenge hier. Also gefällt es mir natürlich. So. Genau. So fährt man diese Strecke. Ah, ich darf natürlich nicht in den Wolken versinken. Kannst du gleich neu starten, es ist sinnlos dann. Meine Fresse, ist das so ein Drecksmap. So, das ist Fakt, dass man so lang muss. Dann so, oh, 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 und nicht anders. Dö, 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 dö. Boom! Ein Stern bitte! Joa, danke schön! Ich habe bis jetzt nur einen Stern bei jeder. Okay, nee, beim ersten habe ich zwei. So, 6-6. Setze 14 Powerslide Turbo Boost für eine Runde ein. Oh, ist die GameCube Yoshis Piste. Passt schon, wenn wir da mit Yoshi fahren. Also, wir müssen hier extrem driften, Alter. Oder wobei, die ist eigentlich saukurvig. Also du kriegst so eigentlich locker hier ein paar Power Slides hin. Okay, das könnte böse werden. Das ist ja böse, da schaffst du niemals 14 Stück. Mann, ich bin viel zu blöd, um irgendeine zu schaffen. Wieso bin ich so blöd? Da 14 zu schaffen. Willst du mich verarschen? Wie soll ich da 14 Stück schaffen? Okay. Das könnte böse werden. Ich muss da also bei jeder Scheiße irgendwas machen.
So, 11. 11 Stück habe ich geschafft. So, 14 Stück. Aber das ist niemals Stern. Ah. Wie soll das denn gehen? 14 Stück und auch noch Stern. Mission schaffen geht ja klar, das ist ja kein Ding. Aber hier 14 hinzukriegen und noch einen Stern, das ist die Herausforderung. Hier hatte ich glaube ich 17. So, passt. Ne, 7 meine ich natürlich. Boom. Ist glaube ich genauso schlecht. Sogar B-Platz ist noch viel schlechter als davor. Alter, wie soll das denn gehen? Wie soll ich da 14 Stück schaffen? Digga, was ist mit euch Entwicklern los, bitte? Oh, fuck. Oh Gott. Hier muss ich auf jeden Fall 2 Stück schaffen. Okay. So, 9 von 14. Ich glaube, das ist sehr, sehr schlecht. Das ist sogar sehr, sehr schlecht. Nee, das schaffst du nie im Leben. Alter, hier 14 Stück zu schaffen, das ist so eine Legende. Da muss das so gut sein. Wo willst du mich verarschen, Alter? So. Oh, fuck. So egal, Hauptsache ich krieg hier irgendwas hin. Wie sieht's aus? A-Platz. Ich krieg den Stern nicht einfach. Das ist so asozial. Wie soll ich da hier einen Stern bekommen? So, bum, 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 bum. Oh Gott. Das muss ja auch Sinn machen, oder nicht? Finde ich zumindest. Sinnlose Dinger brauche ich doch nicht. Hier, seht ihr? Ich meine ja nur. Ich habe viel zu viel Zeit verschwendet. Ich muss da mindestens mit 10 da durch. Also bei 10 muss ich dort schon sein. So, einmal ins Gras zu gehen ist kein Ding. Oh, jetzt sieht's gut aus. Oh, fuck, ich habe eins verpasst. So.
Yes! Mit 10 da hingekommen. Yeah! Ein Stern! Alter, das war so böse. 6, 7, sammle die 40 Münzen ein. Okay, das wird auch langsam schwer. Aber das ist wenigstens ohne Skill. Da muss ich also nicht sehr schnell sein. Da muss ich nur strategisch denken, was am besten ist, so. Ich denke, so passt. So, dann würde ich es so machen. Ach, ich darf diese Stäbchen da nicht essen, oder was? Weil das ist so böse. Das ist ein Uhrzeiger natürlich, nicht Stäbchen. Alter, das war böse. Mann! Okay, der geht schneller. Das ist einfach viel zu böse. Das ist echt viel zu böse, Alter. Viel Spaß dabei. Wer das sauschnell schafft, Alter. Der muss entweder sehr gut das sehr gut durchdacht haben oder einfach nur krank sein. Ja, was ist da für eine Scheiße? Guck mal, ich hab dich nicht mal gekriegt oder was? Hab ich sowieso verkackt dann. So. Natürlich sammeln wir das so, wie wir es kennen. So, bum, 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 bum. Ich immer mehr. Mann, ich hasse deine Mama. So, bum, bum, bum. Fick dich doch. Okay, sind 28. Ich hätte noch 4 Stück. Komm schon. So, jetzt haben wir ein bisschen was verloren, aber glaube wahrscheinlich nicht so. Vor allem nicht, wenn du jetzt zurückgehst und es dann holst. C-Platz, Alter. Wie soll das denn noch besser gehen? Das ist so asozial. Da kannst du gleich vergessen. Ich habe sowieso nicht sehr viel Zeit für diese Scheiße. Deswegen ist das auch so schwer gerade. Oh Gott. Das ist auch schwer, ey. Diese Mission ist gerade übelst schwer. Da wird schon die Hälfte. Aber jetzt kommt ja halt die bösere Hälfte. Würde ich sagen. Also. Jetzt müssen wir halt die restlichen so sammeln. So, boom. Luxure. So, boom. So, dann nehmen wir diese Münzen hier mit, Alter, wie geil. Perfekt. Dann noch die beiden hier. Luxure! Ah, Platz, willst du mich verarschen? Noch schneller, ich muss ungefähr bei 30 dort sein. Eine Minute habe ich dann ungefähr. Das ist böse. Das ist echt böse.
So 20 Stück. Das sind 20 Sekunden. So, bum bum Lakshu. Okay, komm. Joa, Alter, 40. Perfekt, Junge. Oh, 3 Sterne sogar. Böse. Böse. 6-8, erreiche von Peach das Ziel. Okay. Gut, das ist die letzte Mission wahrscheinlich von all dem. Was ist das denn? Neustart. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist das Schlossgarten-Map. Nur halt andersrum. Und jetzt Bowser gegen Peach. Okay, was hat das zu bedeuten, dass Bowser die jetzt entführen darf, oder was? Kein Happy End in Amerika, oder was? Komm her. Oh. Oh, ich kann nur eine Richtung benutzen, oder was? Ist doch unfair, Alter. Die weiß doch alles von dieser Map. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal neu machen. Alter, das ist sogar ziemlich schwer. Komm, aber ich krieg's hin. Ich bin mir sicher, dass ich's hinkriege. Das ist die letzte Mission, man. Oh, willst du dich verarschen, du Drecksmonte? Zottmontenficker. Kann ich gar nicht nochmal vergessen. Ach, Gott. Kann ich erst recht vergessen. Ist Müllversuch. Fehlstart ist sogar noch schlechter als gar kein Turbostart. Willst du mich verarschen, Spiel? Komm schon. Perfekt. Lakshu. B-Platz. Das ist schlecht. Ich will schon, ich will einen Stern. Aber so schlecht, wie ich gefahren bin, das ist auch kein Wunder. Oh, ich hasse diesen Monte, Mann! Immer genau kommt er dann, wenn ich dich brauche, Alter. Wenn ich den gar nicht brauche, den Hurensohn. Komm, Peach, verpiss dich. Ich verwechsel mich auch so oft bei dieser Map. So. Lakshu. Gut. Kommen wir jetzt so lang. Ich brauche da mindestens einen Pilzen und ich, dann habe ich, glaube ich, den Sternrang, wenn ich dort mit dem Pilz durchgehe. Und da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher.
Komm schon, ich will das LP hinter mir haben. Let's go, bitch. So einen behalte ich natürlich, wie immer. Ja, fick dich, du Fotzenkind. Hurensohn. Hauptsache, ich hab einen Stern, der mich durch diese Scheiße hier bringt. Mann! Fick dich! Jetzt habe ich sowieso verkackt. Bei 53 wäre nämlich B-Rang gewesen. Meine Fresse. Wie kann nur einer so viel Pech haben? Oh, ich leck deine Mutter, Monte! Meine Fresse, du Drecksmaulwurf, Alter. Pissfresse. So ein Wichser, Alter. Sagt Monte, du bist nicht cool. Du bist schwul. Komm, verpiss dich. Super. Super, dann nervst du mich wenigstens nicht. So, ich brauche wenigstens ein Item. Natürlich kriege ich kein Item. Wie war wieder mal logisch. Oh, Dankeschön. Dankeschön, du Wichsviech. Genau hier habe ich jetzt kein Item mehr. Ist doch klar, ne? Wie klar war das denn bitte? Dass ich hier wieder kein Item hatte. Nee, 53 war B. Also ich muss so ungefähr 40 schaffen. Und ich weiß schon, dass es geht. Ich weiß, dass es geht. Ich darf einfach nicht durch das Gras laufen. Alles. Das ist alles eigentlich. Und ich brauche ein bisschen Itemglück. Dankeschön. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen jetzt das aussparen für das Ding hier natürlich. So, sieht gut aus. 45. Sehr nice. Okay, dann kommt jetzt der Endboss. Setze Pilzturbos ein, um den Eisballi dreimal von der Plattform zu stoßen. Das Viech hier, das kennen wir von Super Mario 64. Aber den musste man doch auch nur einmal rausstoßen, aber jetzt dreimal anscheinend. Okay, der ist viel krasser. Boom. Komm, verpiss dich. Scheiße. Ich krieg nur drei, ja? Wie BMW. Boom, verpiss dich. So, er ist mal einmal rausgestoßen, diesen Pisskopat. Wieso ist eigentlich der Endboss nicht Bowser? Naja, stimmt. Weil Bowser natürlich ein Fahrer ist. Macht Sinn. Komm, verpiss dich. Boom, Lakshu. Natürlich krieg ich aus dem Maul. Natürlich, wieso auch nicht? Ich flieg natürlich aufs Maul. Was ein Arschloch, Alter! Was ein Wichser! Wieso durfte der das? Komm mal her, Bitch. Alter! Ja, komm, Alter, wie unfair war denn der Wichser? Der kann einfach in die Luft springen, wie unfair ist das denn? Fickviech. Also, das ist mal geil gemacht, eigentlich. Also, die Bossfights, die mag ich auf jeden Fall. Nochmal neu.
Wenn ich eins schon mal verliere, dann habe ich schon verkackt. Okay. Wie blöd bin ich denn eigentlich, dass ich immer nur verkacke? Wie blöd muss ich denn sein? Das ist so sinnlos, Alter. Wie dumm bin ich denn? Verpiss dich. Verpiss dich. Natürlich kriege ich ihn nicht down. War ja klar. Mann, krieg ich jetzt kein Item oder was? Geht doch, meine Fresse. War das so schwer oder was? So, piss dich. Boom! Luck Show! Ja, reicht. Einen Stern habe ich. So, jetzt kommen wieder die Credits. Oder? Sehen die dieses Mal anders aus? Ich will mal sehen, wie die anders, ob die anders aussehen oder nicht. Weil die kennen wir ja schon. Naja, gut. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir in 8 Missionen halt... dass halt nach der Mission dann nochmal die Credits kommen. Auf jeden Fall war es ein tolles Spiel. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, das Reloaded. Ich habe jetzt endlich mal die Mission gezeigt, die ich eigentlich nicht gemacht habe beim ersten Let's Play. Und die Mission war eigentlich ziemlich cool. Die waren blind. Damit ihr Bescheid wisst, ich wusste sie nicht, ich kannte sie nicht, ich fand es echt cool. Die Bossfights waren echt geil, haben auf jeden Fall die Mission echt unterstützt. Also richtig gutes Mario Kart. So geile Missionen gab es dann nie wieder, leider. Schade eigentlich. Wäre echt cool gewesen, wenn die das irgendwie in Mario Kart 8 oder irgendwo anders eingebaut hätten. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit Let's Play Mario Kart DS. Das Reloaded. Was macht Fat Donkey Kong hier? Ja, komm. Hau dir auf die Brust und ich hau dir auf die Nase, du fette Schiefnase. Oh, da ist tot. Okay, ein bisschen anders sind die Credits schon, aber... vom gleichen Prinzip her ist es trotzdem, weil ein Charakter fährt einfach da mit seinem Kart am Sonnenuntergang entlang und schaut auf die Stadt herab, denke ich mal, von Tor City. An Tor City? Mushroom Kingdom wahrscheinlich. Naja. Auf jeden Fall war es das für dieses Let's Play, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Mission fandet oder wie ihr allgemein das Let's Play fandet. Und ja, was ich ja noch gesagt habe, ist ja, dass die Ballonwettkämpfe kommen. Die kommen nach diesem Part. Das heißt, es kommt jetzt immer ein letzter Part von Super Mario Kart kommt als erstes, dann kommt Mario Kart 64 letzter Part, dann kommt der letzte Part von Mario Kart Double Dash und das war es dann auch vollkommen. Wir haben hier den Ballonwettkampf ja jetzt schon gezeigt. Also super. Mario Kart Wii Ballonwettkampf. Ist das einzige, was ich nicht zeigen konnte, aber ist auch egal, ist nicht so wichtig. Wobei eigentlich die Strecken sehr, sehr geil waren, aber ich kann sie natürlich nicht mehr nachholen. Leider, Marmelade. Weil ich das Spiel nicht mehr habe. Naja. Vielleicht überlege ich es mir wieder zu holen, weil es gibt ja ein Hack dazu. Und den würde ich auch gerne machen. Wahrscheinlich. Also ich überlege es mir noch. Dann könnten wir auch nämlich den Ballonwettkampf von dort machen. Danke für dein Interesse.